Grünau TV wird Ihnen präsentiert vom Allee Center Leipzig, dem Erlebnis-Shopping-Center in Leipzig-Grünau und Gutburg Mieterservice. Gut wohnen, gut leben. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Grünau TV, Ihrem Stadtteilmagazin hier bei Leipzig Fernsehen. Wir melden uns heute aus dem weihnachtlichen Allee Center und waren wieder für Sie unterwegs auf der Suche nach spannenden Themen. Heute geht es unter anderem um den Schulentwicklungsplan hier im Stadtteil. Bestandteil dieses Plans ist auch die 100. Schule in der Miltitzer Allee. Die allerdings war am Montag erst einmal Schauplatz unseres ersten Themas. Denn der Strom der Flüchtlinge, die nach Leipzig drängen, reißt nicht ab. Die Stadt ist daher händeringend auf der Suche nach Unterkünften. In Grünau sollen in den kommenden Monaten 4 Gemeinschaftsunterkünfte für Asylsuchende entstehen, so unter anderem auch in der Liliensteinstraße 1. Und genau zu dieser Unterkunft gab es am Montag eine Infoveranstaltung. Der Klassenraum in der 100. Mittelschule in der Miltitzer Allee war gut gefüllt. Die Grünauer, vorrangig Nachbarn und Anwohner der geplanten Gemeinschaftsunterkunft in der ehemaligen Kita in der Lilienstraße 1, zeigten großes Interesse an dem Vorhaben. Sozialbürgermeister Thomas Fabian erläuterte noch einmal die Flüchtlingssituation in Leipzig, die nach wie vor angespannt ist. Geplant ist, dass wahrscheinlich bis zu 5.000 Flüchtlinge in diesem Jahr kommen werden. Bislang sind ungefähr 3.000 da. Das heißt also, wir rechnen damit, dass im Dezember noch wirklich sehr viele kommen. Das bedeutet, dass wir neben unseren bislang geplanten Gemeinschaftsunterkünften auch noch Notunterkünfte bereitstellen müssen. Und das ist eine große Herausforderung für uns. Und ich gehe davon aus, dass wir sie auch bewältigen werden. Das Objekt in der Liliensteinstraße gehört der Kommune und soll in den kommenden Monaten für die Flüchtlinge hergerichtet werden. Geplant ist, dass im August 2016 die ersten 90 Bewohner einziehen. Für die Anwohner eine besondere Situation, die natürlich viele Fragen aufwirft. Wichtig ist ihnen vor allen Dingen, dass ihre Ängste und Sorgen ernst genommen werden. Dafür stehen im Sozialamt, aber auch im Quartiersmanagement Grünau Ansprechpartner bereit, die ein offenes Ohr haben. Unsere Erfahrung ist, dass man Ängste tatsächlich nicht nehmen kann und auch nicht wegreden kann, sondern dass dann, wenn Flüchtlinge da sind, wenn Flüchtlinge konkrete Personen sind, mit denen man vielleicht auch in Kontakt gekommen ist oder mit denen vielleicht auch zusammen was unternimmt oder sie einfach kennenlernt, dass dann Ängste tatsächlich weniger werden, abgebaut werden können, sozusagen durch die persönliche Erfahrung, die man selber macht. Neben der Liliensteinstraße werden auch im Deiwitzweg 1, zu dem am Mittwoch ebenfalls eine Infoveranstaltung stattfand, in der Weißdornstraße 102 sowie in der Nikolai-Rumjanzew-Straße 100 Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge entstehen. In der Rumjanzew-Straße ziehen die ersten Bewohner bereits im Dezember ein, die anderen Objekte werden schrittweise in Betrieb genommen. Fakt ist, dass Leipzig auch künftig eine große Zahl an Flüchtlingen aufnehmen muss und wird. In den letzten Jahren ist die Anzahl der Flüchtlinge, die nach Leipzig gekommen sind, kontinuierlich gestiegen, in diesem Jahr sprunghaft gestiegen. Also wir haben ursprünglich geplant, dass in diesem Jahr 1.500 Flüchtlinge nach Leipzig kommen. Mittlerweile sind es fast 5.000. Wir gehen davon aus, dass es im nächsten Jahr mindestens noch mal genauso viele werden wie in diesem Jahr. Und dann werden wir abwarten müssen, wie die neuen Prognosen sein werden, die uns genannt werden. Der nächste Infoabend, dieses Mal für Nachbarn und Anwohner der Weißdornstraße, findet am 15. Dezember um 19 Uhr in der katholischen Pfarrei St. Martin statt. Die Leipziger Verkehrsbetriebe haben mit dem Fahrplanwechsel am 28. November und damit pünktlich zur Adventszeit ihren Fahrplan angepasst. Die Linien 1 bis 16 und damit natürlich auch die Straßenbahnlinien, die hier nach Grünau oder Lausen verkehren, fahren künftig an den Adventssamstagen im 10-Minuten-Takt. Grund ist laut LVB, dass gerade in der Vorweihnachtszeit viele Leipziger die Busse und Bahnen nutzen, um zum Bummeln und Shoppen in die Innenstadt zu gelangen. Wir sehen uns gleich nach einer kurzen Pause wieder. Bleiben Sie dran. Nie wieder Einkaufsschleppen. Mit der Wohnungsbaugenossenschaft Kontakt und 95 Aufzugsanlagen in ganz Leipzig. Lassen Sie sich beraten und rufen Sie gleich an 0800 2675 3x0 oder informieren Sie sich unter wbg-kontakt.de. Endlich Schluss mit Hotel Mama.
Passende Wohnungen für Azubis und Studenten gleich hier in Grünau. Gut erreichbar und nah am Kulkwitzer See. Egal ob Single-Wohnung oder WG, bei der Wohnungsgenossenschaft Lipsia findest du genau das, was du suchst. Ah, ihr habt euer persönliches Glück schon gefunden? Super, Platz für Familien haben wir auch. Lipsia. Sparen, bauen, wohnen. Also zum Nikolaus am Sonntag, 6. Dezember, haben wir uns diesmal für unsere Nikolaus-Preview den Film Der kleine Prinz ausgesucht. Das ist die Verfilmung des Weltbestsellers von Antoine de Saint-Exupéry, ein wunderbarer Trickfilm. Und für alle Kinder bis 11 Jahre, die mit geputzten Schuhen kommen, gibt es auch noch eine kleine Nikolaus-Überraschung. Für die, die keine Lust haben, Schuhe zu putzen, haben wir ab 11 Uhr sogar noch eine andere Familienpreview, und zwar Heidi, oder einfach 13 Uhr in unsere neue Familienhits-Reihe kommen. Da läuft noch einmal die Eiskönigin völlig unverfroren. Also, wir sehen uns, und vielleicht den Hinweis noch an die großen Besucher bei uns nebenan im Allee-Center ist verkaufsoffener Sonntag, und das lässt sich ganz wunderbar mit dem Kinobesuch bei uns verbinden. Also, bis dahin. Tschüss. Herzlich willkommen zurück bei Grünau TV. Viele Schulen hier in Leipzig-Grünau sind marode. Die Sanierung ist eigentlich längst beschlossene Sache und auch die Mittel im Haushalt sind dafür bereitgestellt. Bislang ist allerdings nicht viel passiert. Mit der Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes soll sich das jetzt ändern, hofft auch der CDU-Ortsverband hier in Grünau. Kaputte Fenster, bröckelnde Fassade und der fragwürdige Charme der DDR-Plattenbauten. Dieses Schicksal teilt das Max-Klinger-Gymnasium mit vielen weiteren Schulen in Grünau. Seit 25 Jahren ist hier seitens der Stadt nur sehr wenig bis gar nichts passiert. Und genau das wirft nicht nur die Leipziger CDU der Stadtverwaltung vor. Wenn Sie durch die Schulen gehen, merken Sie, da bröckelt es aus den Fenstern, da fällt die Farbe von der Wand, da ist zum Teil auch Schimmel, da kann man durch die Fenster auf die Straße gucken. Die Sicherheit, naja, weiß nicht, ob die immer gewährleistet ist. Die Toiletten sehen aus und wie zum Beispiel bei der 100. riecht man die auch kilometerweit. Also es muss quasi alles gemacht werden. Der Schulentwicklungsplan, der im Februar im Stadtrat beschlossen werden soll, sieht vor, verschiedene Grundschulbezirke zu ändern. So soll gerade der Grundschulbezirk der 100. Schule mit einem anderen zusammengelegt werden und die Schulen generell mit mehr Klassen bestückt werden. Die Kapazität ist da. Allerdings sieht der Ortsverband wenig Sinn darin, bevor sich nicht baulich etwas getan hat. Wenn man die baulichen Probleme sieht, wage ich da eine Umsetzung sehr zu bezweifeln, denn man muss auch sehen, dass bei maroden Schulen die Klassenzimmer nicht hundertprozentig genutzt werden können. Und wichtig ist aus meiner Sicht, dass hier die Sanierung stattfindet. Und wenn wir sehen, wie viele Flüchtlingsfamilien hier nach Grünau kommen sollen, könnte ich mir schon vorstellen, dass die Schulen ratzputzvoll sind, aber wenn der Zustand nicht geändert wird, wird es sozusagen auch eine Zweiklassenschulgesellschaft geben. Die finanziellen Mittel für die Schulsanierungen sind durchaus vorhanden und wurden auch mit dem Haushalt 2015-2016 beschlossen. Vor allem die Sanitäranlagen sowie Fassaden und Fenster stehen ganz oben auf der Liste. Warum bislang nicht viel passiert ist, liegt in erster Linie an der Planung. Es werden immer wieder Mittel eingestellt, zum Beispiel für die 100. Schule sind in diesem Jahr 95.000 Euro eingestellt, im nächsten Jahr 150.000 Euro. Aber bis jetzt ist noch nichts passiert, weil keine Planung. Die Schule ist nicht voll ausgelastet, dann lenkt man die Mittel um an die Schulen, die ausgelastet sind. Die sind nun nicht so dringend in Grünau, woanders gibt es auch noch Schulen. Also wir wollen schon, dass das, was geplant ist, auch umgesetzt wird. Denn umsonst beschließen wir den Haushalt nicht. Da eine Sanierung bei laufendem Schulbetrieb schwierig ist, fordern die Grünauer Politiker ein wechselseitiges Vorgehen. Das bedeutet, dass die Schüler kurzzeitig mit einer Interimslösung Vorlieb nehmen müssten. Für viele wahrscheinlich immer noch besser als ein bröckelndes Klassenzimmer.
Liebe Zuschauer, Sie sehen es ja bereits im Hintergrund, das Allee Center ist schon in Weihnachtsstimmung. Die Weihnachtsausstellung zieht wieder ganz, ganz viele kleine Besucher vor allen Dingen hier an. Und es ist einiges geplant am Adventswochenende, was jetzt kommt. Mein Kollege Jan Kaufhold hat mit Centermanagerin Petra Köhler über das Programm gesprochen. Ja, liebe Zuschauer, am Nordpol ist was los und im Allee Center hier in Leipzig-Grünau an diesem Wochenende sowieso. An meiner Seite begrüße ich jetzt die Centermanagerin Frau Petra Köhler. Guten Tag. Guten Tag. Wir stehen hier in der Weihnachtswelt im Allee Center vor Leipzigs größter Weihnachtsgeschenkemaschine. Was ist an diesem Wochenende hier bei Ihnen im Center geplant? Ja, so ist es natürlich. Die Adventswochenende sind bei uns sehr prall gefüllt mit einem Aktionsprogramm. Dieses Wochenende noch das Special, dass wir am Sonntag verkaufsoffen haben von 12 bis 18 Uhr. Rund um die Öffnungszeit natürlich viel für die Kinder, sei es das Basteln am Samstag oder aber verschiedene Puppentheater, die für den aktiven Part suchen. Und unser Maskottchen Grüni darf natürlich auch nicht fehlen. Was darf man sich an diesem Wochenende als Familie nicht entgehen lassen? Was ist Ihr ganz persönlicher Tipp hier im Allee Center? Das ist das Vivo-Theater, das am Samstag dreimal bei uns auftritt zu verschiedenen Zeiten. Ich denke, da ist für jeden was mit dabei. Und wenn man nochmal in Ruhe einkaufen will, kann man natürlich auch, wir haben oben noch ein Kinderkino, wo man mit den Kindern zusammen sitzen kann und nochmal kurz entspannen kann, bevor es dann wieder in die stressigen Weihnachtseinkäufe geht. Weihnachtsgeschenke shoppen und basteln an diesem Wochenende. Und Sie haben es gesagt, am kommenden Sonntag ist verkaufsoffen ab 12 Uhr? Genau, ab 12 Uhr. Alle Geschäfte geöffnet. Also, liebe Zuschauer, kommen Sie vorbei, nicht nur hier in die Weihnachtswelt, sondern kaufen Sie auch fleißig schon mal die ersten Weihnachtsgeschenke hier im Allee Center in Leipzig-Grünau. Und damit zurück zu dir, Anjane. Tja, liebe Zuschauer, auf jeden Fall ein toller Tipp fürs Wochenende. Und ich habe jetzt auch noch einen Tipp für Sie, und zwar für den Adventssamstag. Wie Sie wissen, gibt es in Grünau ja hier den lebendigen Adventskalender. Wir haben in der vergangenen Woche schon darüber berichtet. Und das fünfte Türchen, das öffnen morgen die Leipziger Delfine. Denn die laden am Kulkwitzer See ab 11 Uhr zum Nikolaustauchen ein. Auch wenn Sie selbst nicht ins Wasser gehen, auf jeden Fall eine tolle Sache. Ziehen Sie sich einfach warm an, packen Sie Kind und Kegel ein und schauen Sie mal vorbei um 11 Uhr am Kulkwitzer See. Wir sind damit schon wieder am Ende von Grünau TV angekommen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind. Ich wünsche Ihnen ein schönes zweites Adventswochenende. Tschüss. Grünau TV wird Ihnen präsentiert vom Allee Center Leipzig, dem Erlebnis-Shopping Center in Leipzig-Grünau und Gutburg Mieterservice. Gut wohnen, gut leben.